Tja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Es ist schon eine ganze Weile her, fast schon zu lange. Es kam schon sehr lange kein einziges Video mehr auf diesem Kanal, doch jetzt ist es mal wieder soweit. Und wir spielen Rogue Legacy. Für mich ein Spiel vom Spielen selber her vollkommen blind. Gesehen schon unzählige Male. Und ja. Ja, kurz noch im TS komplett muten, damit mich keiner stört. Und ich würde einfach sagen, wir starten die Legacy. So. Ganz am Anfang, ich schätze mal, ich werde ein bisschen was zu dem Spiel sagen, weil vielleicht kennt es noch nicht jeder, das Spiel ist jetzt schon ein bisschen älter, aber ich meine, was soll's. Aber, Auflösung, wie hoch geht denn das? Höher geht nicht. Wunderbar. Einen Moment. So, sind wir auch schon wieder. Hat jetzt gerade ein paar Probleme. Alles gefixt. Und das Video sollte jetzt auch in einer besseren Auflösung da sein. So, ja. Was gibt's zum Spiel zu sagen? The Two Manor. Hier werden wir nach und nach ein Schloss aufbauen. Werden wir aber dann im Laufe des Spiels noch sehen. Dann, ja, ich würde einfach sagen, wir gehen einfach ins Schloss. Weil hier gibt es jetzt noch nicht so viel zu sehen. Wir haben hier noch nichts. So, das Schloss wieder aufgebaut. So. Jetzt sind wir im Schloss. Das ist ein Teleporter. Dann sehen wir unten die Legende, wo wir sind, wo Bosse sind. Ungeöffnete Kisten. Eventkisten. Geöffnete Kisten. Teleporter. Und Bonusräume. In diesem Spiel kann man eigentlich so alles zerschlagen. Hier oben sehen wir nochmal die Map. Wir befinden uns jetzt gerade im Schloss. Wenn wir weit genug nach rechts gehen, kommen wir in den Wald. Wenn wir nach unten gehen, in den Dungeon und nach oben in den Tower. Die übliche Reihenfolge, wie man in diesem Spiel spielt, ist natürlich wie folgt. Erst ins Schloss, dann in den Wald, in den Turm und zu guter Letzt in den Dungeon. Wenn man all diese Ebenen abgeschlossen hat, wird sich diese Tür öffnen und man kommt nochmal zu einem Endboss. Was es damit auf sich hat, werden wir alles nach und nach sehen. Wenn wir solche Bücher finden, werde ich diese natürlich vorlesen. Und was haben wir denn da? Journal Entry Number 1. Treasure, an assistant has found my father, the king. To bring order back to the kingdom, he has sent my nein, ich werde doch nicht lesen. Hier. Könnte alles einmal haben. Aber da muss ich ehrlich sagen, ist meine Aussprache jetzt so blöd, da kann ich mich nur blamieren. Also lassen wir das. So. Für jeden, der es lesen will, da war es jetzt einmal. Ja. So. Im Tutorial hat man es ja gerade schon gesehen, mit X schlagen wir entweder nach vorne oder nach hinten. Blocken können wir nicht, ich habe jetzt gerade gesehen, auch okay, nicht hüpfen, auch gut. Ah! Okay, wie gesagt, ich spiele das Spiel jetzt gerade zum ersten Mal. So, auf A hüpfen, X angreifen. Wir können dann immer entweder nach links oder rechts angreifen oder wenn wir springen halt nach unten. Dann haben wir noch immer einen Zauber, den wir einsetzen können. Oben links sehen wir unser momentanes Level, unser Leben, unser Mana, unser Geld und welche Fähigkeit wir haben. Ich habe jetzt ein bisschen den Anfang verkackt. Wir haben nur noch 7 HP, 60 Mana. 150 Gold schon mal, das ist für den ganz Anfang ist das gar nicht mal schlecht. Und unsere Fähigkeit ist Messer werfen.
wie folgt aus. Wir laufen durch das Schloss, versuchen so lange wie möglich zu überleben, schnetzeln alle Gegner weg und sterben. So. Silly has been slain by a zombie. In options you can enable quick drop, down strike and drop with R. Okay, wir haben ganze 5 Gegner besiegt. Unglaublich. Choose your hire. So, jetzt können wir unseren Nachfahren auswählen. Johannes war der Erste, the legendary knight. Waren wir gerade Sally, the feeble knight. Und jetzt können wir auswählen zwischen Sir Wesler, the barbarian, Sir Gens, the knight, oder Sir Eric, the knight. Es gibt unterschiedliche Klassen. Hier haben wir zum Beispiel hier halt einen Barbaren, einen Ritter und noch einen Ritter. Dann haben die einzelnen Leute, Nachfahren, kann man sehen, wie man will, haben dann nochmals eigene Stats, genauso wie die einzelnen Klassen. Wenn wir hier zum Beispiel haben die Klasse Barbar, also wird tanky und was ist, Hero can take a beating, ja, also Bit. Wird auf jeden Fall einer, der etwas mehr aushält, mehr Leben, alles. Dann, Gantism, you were born to be a basketball player. Schöne Beschreibung. Wir sind größer als die normalen Helden. Und Spell ist die Blade Wall. Damit können wir ein Schwert vor uns setzen, Gegner reinlaufen und Schaden bekommen. Dann hätten wir noch Sir Gens, ist ein Ritter. Ist ein Standardheld und ist eigentlich gut für alles. Trade, oh, wir haben einen Nachteil. Panum, it's so dark. Okay. Your ectomorph, your skin is so everywhere, it sends you flying. Okay, alles was uns trifft, wirft uns einfach weg. Und skies, send skies flying out of you. Okay, wir können Sensen werfen. Und dann hätten wir noch Sir Eric, auch ein Ritter. Keinerlei Trades, das ist langweilig. Gigantism werden wir bestimmt nochmal finden, aber spielen wir den Ectomorph. So, jetzt können wir mit unseren 170 Gold, die wir zuvor gesammelt haben, können wir unser Schloss upgraden und können uns zum Beispiel den Schmied kaufen. Der ist direkt auf Maximum. Und dann hätten wir, okay, die Sachen kann ich vorlesen, weil das ist nicht so ein Scroller, ich hasse Scrolltexte zu lesen. The blacksmith can build the finest equipment in the world, tuning your into a veritable victorious violent Paris. Gathering blueprints will give him an even wider area array of assort fit elements for your armory. Mann, wer sich über meine Aussprache beschwert hier, ne, ich sag's euch direkt auf der Nase. So, können dann unser Mana und unser Leben auffüllen, da ich ein absoluter Spiel bin. Eben, glaube ich, die richtige Wahl. Mana lassen wir mal. So. Welcome, Hero. Maybe you can help me. I used to be the greatest blacksmith in the lands, but one day the monsters of this castle attacked my smithy and stole all my blueprints. Without those blueprints, I can only make cutlery and stuff. Please bring back any blueprints you find, and I can build the most amazing equipment ever. Ever! At a price, of course. Ja, natürlich. Erst gehe ich für dich den ganzen Scheiß sammeln und dann willst du nochmal, dass ich dir Geld dafür zahle. Ja, ja, du bist mir hier eine Wurst. So, können wir uns alles nicht leisten? Wunderbar, dann gehen wir nochmal zurück. Es ist immer ratsam, so viel. Okay, das kostet so viel Geld wie möglich auszugeben. So, jetzt. Nein, mit dir will ich jetzt nicht. Okay. Das ist unsere Fähigkeit. Werfen eine Sense nach vorne und oben. Kostet uns 15 Mana. So. Ja, Ectomorph sehen wir ja. Den ist der Weihnachtsmann. Weihnachtsmann, gib mir Geld. Wir sehen ja. Jetzt. Wir hatten halt den Trade. It's dark.
sehen wir auch, der Hintergrund ist etwas dunkler. Wir haben nur einen gewissen Radius, wo wir alles erkennen. Wir erkennen trotzdem alles. In der Aufnahme sehe ich, ja, für euch ist es etwas dunkler als wie für mich. Tja, dann gucken wir doch mal. Hier ist jetzt Sharon. One must pay the toll. Give Sharon all your money and enter the castle. Ja, wir müssen jetzt immer all unser Geld abgeben, damit wir wieder ins Schloss können. Und das Schloss wird immer wieder random generiert. So. So, das ist einfach nur nochmal das gleiche. View Map Anytime. Ah. Oh ja. Ja. Wie gesagt, absoluter Noob im Spiel. Gott, nein. Ich bin ein Naturtalent. Wie viele haben wir diesmal getötet? Ganze 2 Gegner. Wow. Und der nächste, bitte. Was haben wir denn hier? The Mage. A powerful spellcaster. Every kill gives mana. Das klingt gut. Vor allem mit den Sensen, dann können wir die oft werfen. Knave. A risky hero. Low stats, but can handle devastating critical strikes. Ah, okay. Ja, Kritten auch immer gut. Und ja, Baba. Dann, was haben wir denn hier so? Trade, Colorblind. Ja, machen wir es doch mal ein bisschen farbenblind. Ja, wir haben 50 Gold, damit können wir gar nichts kaufen. Ja. Wie gesagt, also die erste Folge wird jetzt vielleicht etwas länger, damit ich mich ins Spiel reinfinde und euch mehr Zeit, hoffentlich ein bisschen was zeigen kann. Und ja. Gucken wir doch mal. Ach, das ist eine... Wir spielen gerade auch eine Dame, sie höre ich. Und sind schon tot. Wow. Ich bin so gut in diesem Spiel. Herrgott, ey, das wird doch ganz schön schwer hier. Okay. There's no spoke. Okay. Das ist ein Verzauber für mich. Ah, okay, der kostet uns durchgehend immer ein bisschen Mana. Ah, ich habe ja eh kein Geld. Hallo. Oh, ich bin so scheiße in diesem Spiel. Oh, was denn? Okay, so sollte das eigentlich nicht aussehen. Guck mal das. Aha, hier sieht man jetzt, hier ist der Boden ein wenig anders. Hier können wir durch und dann... Hier unsere erste Kiste mit Money. Okay, nice. Was haben wir hier? So. Natürlich sollte man hier immer ein bisschen mit Strategie spielen. So, was haben wir denn hier? Aha. Gucken wir mal. Also bis jetzt schon mal der beste Run, den wir hatten. Okay. Ja, einfach mal ein bisschen konzentrieren, dann geht das auch. Und noch mehr Geld. Boah. Reich waren wir noch nie.
Nice. Das heißt noch nie, ich spiele jetzt seit 13 Minuten. Take no damage. Okay. Verdammt. Okay. Das war jetzt eine von diesen Eventkisten. Ist allerdings auch eine der schwereren gewesen dann gerade. So. In so Kisten kann eigentlich... Aua. In Kisten kann eigentlich alles drin sein. Leben, Geld, Reichtum, Macht. Und ja. No jumping. Okay, da kommen wir wahrscheinlich wieder raus. Ist jetzt absolut glücksbasierend. Okay. Gehen wir hier runter, hier runter, hier runter. Verdammt! Wo wär's denn gewesen? Na, verdammt. Okay. Nein, das ist jetzt ein Scherz. Man hätte nicht... Ich dachte, das wäre der Weg zurück. Oh. Ja, okay. Man hätte hier ganz rechts wirklich runtergesollt. Ja, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das dann wirklich der echte Weg sein soll. Ich bin noch mal ein bisschen hier mit unserem... Verdammt! Dachte ich mir so, ja, voll cool, oben. Kopf. Ey, wir haben mehr getötet als sonst immer. So, was haben wir denn jetzt? Mage, ADHD, Gigantismus. Na komm, spielen wir einen Giganten? Trade. Ah. So, was können wir denn mal hier holen? Upgrade in Hitter. Hitter kann jetzt blocken. Und ab. Ich würde gerne erstmal tatsächlich nach Equipment gucken. Plus 7 Schaden, nice. Mehr Leben und mehr Rüstung. Ach, mehr Leben und mehr Mana, okay. Jetzt sehen wir auch, die Farbe von unserem Schwert und unserem Helm hat sich geändert. Und auf Y können wir jetzt blocken. Okay. So, 10 Gold, weg damit. Sehr schön. Was hat mir für ein Spell den Axtwurf? Okay. Okay. Okay, es kostet jedes Mal Mana, wenn wir blocken. Okay. Hat ja vorhin gesehen, also es gibt so Bilder, wenn man da in der Nähe ist, dann fangen die an zu wackeln. Wenn man durchhüpft, würden sie einen angreifen. So. Heya! Da immer diese Pose. Heya! Vorwärts! Verdammt. Denn hier? You will pray your ascension. Appearance Ring. Okay. Ich hab keine Ahnung, was der macht. Nein, da kommt. An diese Kiste könnte man rankommen. Aber nicht im momentanen Zustand. Wie man da rankommen würde, kommen wir später zu. Huh.
Ich würde jetzt ja tatsächlich mal interessieren, was dieser Ring macht. Ich weiß es gar nicht. Verdammt. Bestify. Ah! Das macht der Ring. Okay, da war jetzt so ein Evil Picture. Money. Nice, haben wir schon wieder 480. Gut, müssen wir uns merken, der Hyperion Ring belebt uns wieder. Oh. Würden wir sogar tatsächlich... Oh. Night Chest haben wir gefunden. Einiges an Geld. So, hier wäre jetzt der erste Boss. Problem an der ganzen Geschichte ist nur, ja, wir haben kein Leben, ich bin absoluter Noob. Okay. Ich will den Boss jetzt noch nicht zeigen. Kommen wir auch nicht mehr zu. Okay. Aber wir haben schon einiges getötet. So, was haben wir denn hier? Ein paar Bahnen. Okay. You move faster. Ja, komm. ADHD sorgt dafür, dass wir schneller laufen. Ich würde aber erst gerne tatsächlich hier ausrüsten. Mehr Rüstung. Wunderbar. Können wir nicht tragen. Mehr Magic. Aber kein Geld für. Okay. Können wir uns denn das kaufen? Ja, können wir. Unser Schloss wird auch immer größer. Ah, nice. So, dann kommen wir jetzt auch vielleicht. The Enchantress can empower your body with magical runes, making you better, stronger, faster, jumpier. Find runes to increase her repertoire of body modified talents. Her crystal ball is just for show. Ja, so. Man hat's, schätze ich mal, gerade schon mit rausgehört. Da ist sie jetzt auch. Kommen wir gleich zu. Ich würde gerne anlegen. So. Hello, Hero. Could I borrow your ear for a moment? I'm in need of your help. I used to be a very powerful enchantress, but one day the monsters of this castle invaded my dreams and stole my knowledge. They encased that knowledge in runes. Without those runes, I suck at my job. Please, Hero, if you find any runes, bring them back to me, and then I'll sell that back to you at a profit. So, hier haben wir jetzt. Wenn man hier schon mal sieht, wir hätten eine Sprintrune. Gain the power to dash short distance. Multiply runes. Stack allowing for multiply dashes. Heißt, wir können in der Luft, da am Boden, können wir die Schultertasten können und würden nach vorne sprinten. Wir können unser gesamtes Equipment, Schwert, Helm, Brustplatte, Schuhe und Umhang, können wir alles einzeln noch jeweils eine Rune draufpacken und würden dann spezielle Talente noch dazu bekommen. Gucken wir doch mal, dass wir einiges an Geld bekommen, dass wir dies auch machen können. So. Also da oben sehen wir jetzt zum Beispiel auch, das Gemälde wackelt, und wenn wir jetzt springen und es angreifen, sehen wir, ja, Gegner drin. So.
ein Evil Picture. Natürlich werden wir mit jedem Level auch stärker. Ist ja ganz normal, ne? Wenn man auflevelt, wird man stärker. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel immer noch ein bisschen zu laut ist. Ich hoffe, man hat mich jetzt die ganze Zeit gehört. Wenn ich mal nicht sage, dann liegt das einfach und allein daran, dass ich mich dann versuche, ein bisschen zu konzentrieren. Weil ich weiß, können diese Augen, genau, durch den Boden schießen. Das ist schlecht für uns. Hier nämlich nicht. Oh, was kriegen wir? Hedgehog Curse. Oh, jetzt verlieren wir Geld, wenn wir getroffen werden. Das ist schlecht. Also glaube ich. Oh, Ebenenwechsel. Ich habe den Boss noch nicht gezeigt, aber will ich schon mal. Ja, komm. So, das wäre jetzt der Wald. Natürlich stärkere Gegner. Hat uns jetzt fast gewonnen-hittet. Verdammt. Okay, und wir verlieren tatsächlich Geld. Blöd. Oh Gott. Das waren jetzt Mini-Bosse. Gibt's auch immer mal wieder. Sind dann in den einzelnen Räumen drin. Verdammt. Aber wir kommen schon mal ein Stückchen weiter. Also, die Übung ist hier da doch gut. Der Spell hier gefiel mir. Den nehme ich nochmal. Step. Congenitaling Incident at Pain. Down. Pain, okay. Okay. Den brauchen wir auf jeden Fall noch nicht. Gucken wir erstmal bei den Runen. So. Gucken wir uns hier den Double Jump. Können wir zweimal hüpfen. Nice. Leben upgraden geht nicht. Das geht nicht. Ah, dann Mana hoch. Okay. Ich kann jetzt immer zweimal springen. Das wäre auch so eine Möglichkeit gewesen, an die eine Kiste dran zu kommen, wo die Stacheln waren. Weil man kann auch hüpfen und wenn man dann weiter unten ist, nochmal. So. Okay. Ah, unser Leben wurde nur nicht angezeigt. Verdammt, ich dachte jetzt gerade, im Moment wären unsterblich. Ja, das war ja ein... Super! You are insane. You conduct a lactic really well. Okay. Der hat irgendeine... Ja, okay, kaufen können wir uns gar nicht. Okay, ich höre ja schon auf.
können anscheinend die Zeit einfrieren. Kostet dann durchgehend Mana, okay. Nein. Verdammt! Verdammt! Okay. Okay. Nice. Wow, 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 wow. Was haben wir denn hier unten? Wow, 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 wow. Verdammt! Okay, okay, okay. Ja. Vielleicht wird das auch einfach nur ein großer, langer Part, wo ich die ganze Zeit faile. Wenn ich dann später noch irgendwie die Bosse mache, nehme ich dann auch nochmal auf und schneide das so zusammen. Weil... ist ja... kann man ja keinem antun hier. Oh, wir sind... hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Wir sind ein Riesenmage. Video sollte jetzt eigentlich auch nur so zeigen, ja, ich bin mal wieder da und ich habe auch mal wieder Lust, ein bisschen was aufzunehmen. Weiß noch nicht so ganz, was kommen wird. Aber wird auf jeden Fall jetzt wieder was kommen. Halt hier nach rechts. Mensch. Ich habe ich gerade eben schon gesehen. Okay. Verdammt. Ja, ich glaube, das wird nur ein etwas längerer Part. Gucken wir mal. Vielleicht noch ein, zwei Tries. Und dann... okay, zeigen wir nochmal was Verrücktes und dann nochmal einen normalen Run und... ja. So. Wir laufen jetzt... an der Decke. Wird witzig. Steht auch alles auf dem Kopf. So, mal gucken, wie weit wir so kommen, ne? Ich könnte natürlich jetzt meinen Bildschirm einfach umdrehen. Aber das ist ja nicht der Sinn und Zweck dahinter. Okay. Nope. Natürlich. Hey, die schießen durch die Wände. Ecker. So, sind wir wieder. Unterbrechung ist ja keiner Vorgang. Sicher, oh Gott. Das werden wir nie im Leben schaffen. Ja. Wie gesagt. Ja, komm. Ah. Jetzt nochmal zum Schluss. Zeigen wir mal den Paladin. Was hat der? Guardian Shield. Ja. Your Perma Rider. Okay, wir können Gegner verdammt weit weg tragen und
Eine Lady. Last try. Wow. Ich bin so gut. Ah. Komm her, du. Gott, komm. Ja, tot. Okay, dann machen wir jetzt doch noch einen Versuch, weil das war ja eine verdammt lächerliche Vorstellung. Kann ich das jetzt ja nicht beenden. Einen gigantischen Paladin nochmal. Mehr Leben. To the rescue. No jumping. Ja. Oh. Jump, jump. Okay. Oh. Oh. Jetzt ist mal hier ein bisschen konzentriert und einfach alles abgeschlagen. Okay. Verdammt. Okay. Ja. Wie gesagt, dann war das jetzt einfach ein Hey, ich bin wieder da, ich mache jetzt das Stuff-Video mit ein bisschen etwas mehr Content, ein paar Unterbrechungen vielleicht. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einfach mal eine Bewertung da. Bei jedem neuen Zuschauer freue ich mich jederzeit und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Man hört sich, man stört sich. Bis zum nächsten Mal.